Hallo Leute und willkommen zurück zur vierten Folge von Agrarian Skies. Ich habe ein bisschen gearbeitet, wie man vielleicht sehen kann. Okay, man sieht es jetzt hier nicht wirklich. Ich habe ordentlich Holz besorgt, also fast ein Stack voll und glaubt mir, das war mehr als anstrengend. Ich habe auch fast meine ganzen Grashüpfe und so aufessen müssen. Bleh. Und langsam aber sicher ist auch hier wieder mein Essen ziemlich knapp, aber der Vorteil ist halt, dass gerade dieses Meatball-Ding noch gut was gebracht hat. Ja, ich würde sagen, hallo? So, wir werden uns hier ein bisschen weiter mit beschäftigen. Und zwar würde ich mal spontan behaupten, Mary Hat and Butcher Shop. Okay, hier müssen wir also für Spawn-Bereiche sorgen. Das möchte ich gerade noch nicht. Wie sieht's hier aus? Glowstone can be gotten from putting dust through the sieve. Ja, das ist schön. Wie bekomme ich dann? Also Glowstone kann ich so bekommen. Eine Enderperle kann ich natürlich nur bekommen, wenn ich einen Enderman schlage. Und Soul Sand bekomme ich. Ah, hier, man kann Enderman spawnen. Mit Witchwater. Ah, das ist ja cool. Okay. Das hier ist normales Water. Das heißt, Witchwater stelle ich wie hier? Ancient Spores. Sift Sand until you receive Ancient Spores. Okay, das weiß ich schon mal Bescheid. Und was war die dritte Option? Ja, das ist doch easy. Ein bisschen Unfired Clay Bucket und Unfired Crucible bekommen. Das ist kein Problem. Wir brauchen einfach nur Lehm. Und um Lehm zu bekommen, würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier an unsere Vorräte und ich habe hier noch Sand, den kann ich auch direkt mal benutzen. Vielleicht machen wir das erstmal damit direkt. Babam. So, als allererstes hier den. Bam. Ja. Okay. Geht das wirklich nur mit dem Holzhammer? Ah ja, der andere Hammer ist halt ein Hammer. Okay. Zum Meinen. Gut, weiß ich Bescheid. Auch nicht so wild. So, Holzhammer. Gib mir Sand. Sand. So, dann machen wir erstmal das. Und mit diesen beiden Teilen kann ich jetzt Clay herstellen, indem wir einfach diesen Dust hier ins Wasser werfen. Klack, klack. Und wir haben Clay. Plop, plop. Jetzt müssen wir nur wieder warten, bis es regnet. Ich hoffe, das passiert bald. Also momentan hat es eine ganze Zeit lang nicht mehr geregnet, lustigerweise. Ist natürlich klar, dass es nicht regnet, wenn man es braucht. So. Ein bisschen Clay. Da machen wir uns jetzt Clay draus. Und ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ein Clay Bucket ist quasi dieses Teil hier. Achso, wir sollten vielleicht auch die Quister nehmen. Ist schon. Und ich glaube, eine Crucible war halt quasi das in groß. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Clay. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Wasser. Allerdings sollte das funktionieren, wenn ich jetzt den... Ich habe übrigens ein bisschen mehr Kohle hergestellt. Wenn ich den jetzt hier befeuere, wird ja dann aus ein normaler Eimer quasi. Moment. Vielleicht basteln wir uns gleich noch... Wow. Nein, nicht den Starstone. Den brauche ich aktuell noch. Das hier hauen wir uns gleich noch ein bisschen mehr Kohle durch, wenn wir die Chance dazu haben. Schnappen uns aus unserer Infinite Water Source da oben Wasser. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann in die Barrels tue. Ja. Gut, okay, dann ist das Problem auf jeden Fall auch schon mal beseitigt. Und wir haben noch ein bisschen Dust. Machen uns noch ein bisschen Clay. 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 Entschuldigung, Clay. Nicht Clay. So. Perfekt. So, das heißt, wir haben das, wir haben das, wir haben den Clay, den wir jetzt hier mal zubasteln, machen das daraus. Oh. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie so eine Crucible gebaut wird. Unfired. Crucible. Porzellan. Ah, weißer Clay, okay. Gut, dass wir noch Bone Meal haben. Weil ich habe ja einiges verbraucht, aber...
Luck. Warum habe ich jetzt einen übrig? Ach so, weil ich nur 7 brauche. Verdammt. Einen verschwendet. 9. So, die haben wir hergestellt und theoretisch müssten wir... Ja, wir nehmen jetzt diesmal den 4. Claim Award. Und was ist das für einer? Gut. Okay, und wieder ein Viertelherz. So, gucken wir mal in den guten rein. Ja, Nether Redstone Ore und Nether Iridium Ore. Nice. Sehr cool. Das kann ich jetzt, da kann ich Redstone aus dem Pulverizer draus machen. Ich kann es, glaube ich, auch in den Ofen werfen. Und kann so Redstone bekommen. Nein. Kann ich es dann irgendwie hier mit? Nein. Also brauchen wir eventuell noch andere Sachen. Dafür ist auch nicht so wild, aber wir haben eine ganze Menge Redstone, was echt gut ist. Und wir haben Iridium. Sehr nice. So. Dann brauche ich mal ein paar Fäckelchen. Machen wir uns mal gleich hier. Ach komm, ein Stack Fackeln ist immer gut. Dazu brauchen wir dann noch. So, Holz. Oh, ja, das wären natürlich wieder viel zu viele. Ich brauche nur einen Stack Sticks. Ich brauche nicht mal einen Stack Sticks, aber ist egal. So, wir haben Fackeln. Yes, und wir können also somit unsere Umgebung ausfackeln. Auch sehr, sehr gut. So, das Bone Meal packe ich mal zurück. Das Clay-Zeug und das Porcelain Clay. Gibt es da noch andere Nutzen für? Ja, eine Precious Doll mit einem Diamanten, okay. Wie kann man denn die Dolls machen? Wenn ich jetzt hier so eine Creepy Doll haben will, brauche ich... Oh Gott. Oh mein Gott, das ist echt übel. Ink Sacks, Redstone. Wow. Okay. Da müssen wir uns wohl noch was überlegen. Gut, aber ich werde jetzt einfach mal kurz hier... Wo machen wir das am sinnvollsten? Machen wir es mal direkt hier nehmen. Bauen wir den Clay hier ab. Ich hoffe, dass da drunter noch irgendwas ist. Brown Stained Clay. Cool. Und ich mach's damit anscheinend auch kaputt irgendwie. Yep. So. Dann bauen wir mal hier eine Fackel hin und stellen mal hier die Crucible hin. Und theoretisch kann ich jetzt hier Cobblestone reinwerfen. Was? Okay. Der wird aber zerstört. Ich brauche nämlich das Zeug raus. Ach, verdammt. Kann ich sie so abbauen? Ja, ein Glück. Okay. Ich brauche erstmal dringend was, was da unten reinpasst, damit ich hier nicht runterfalle. Wood. Passt aber. Oh, es wird schon wieder dunkel. Meine Güte, wie die Zeit hier vergeht, ey. Ist übrigens immer noch der erste Aufnahmetag, erstaunlicherweise. Also ich habe wirklich richtig Spaß hier. So, und wir müssen die jetzt noch feiern. Das machen wir noch schnell. Und brauchen vielleicht auch noch was zu futtern. Ja, komm. Brauchen wir zwar auch 6 Stück dann, aber sind wieder satt. Und mal kurz Bettchen ist auch angesagt. Ich glaube, irgendwie der hat die Optionen beim letzten Neustart nicht übernommen. Ja. Für euch natürlich wesentlich angenehmer, wenn man was sieht. So, wie geht's unserer Crucible? Da ist sie. Sehr schön. So, und die stellen wir jetzt hier auf die Fackel. Perfekt. Und da packen wir jetzt Cobblestone rein. Und zwar genug, dass sie voll ist. So. Und das wird jetzt lange dauern. Dann wird nämlich da Lava draus. Und dann können wir einen Cobblestone-Generator bauen und müssen nicht mehr ständig auf diese ganze, auf diesen ganzen Krims hier zurückgreifen. So, die beiden machen wir mal kurz so und... Hauen die jetzt durch. Kommt her, ihr Würmer. Ihr sollt nicht abhauen. Plapp. Plapp. Man kann übrigens diverse Sachen hier durchhauen. Und kriegt dann auch immer Unterschiedliches. So, jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Broken Copper Ore. Usage. Kann man Copper Ore Gravel draus machen. Man kann es in der Smeltery braten. Okay. Aber... Copper Gravel Ore ist schon mal ganz gut und das Usage davon
Oh, Pyrozium. Mhm. Wie wäre es einfach mit Schmelzen, sage ich doch. Crucible Furnace klingt auch sehr interessant. Also ich finde schon, dass es ein paar nette Sachen gibt. Solid Fuel, okay. Ja. Also wir haben auf jeden Fall hier so ein bisschen Kupfer. Und aus dem anderen, das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Klack, klack. Also man könnte natürlich auch jetzt Sand durchhauen, aber das wollen wir gerade nicht. Aus dem Dust hier hat man auch durchaus die Chance, was Nettes zu bekommen. So, hier ist zum Beispiel Pulverized Tin und Pulverized Iron. Und damit hätten wir schon mal unser erstes Eisen zusammen, was sehr gut ist. Und wir werden trotzdem noch mehr Zeug brauchen. Ich bräuchte erstmal 2 Eisen. Das wäre echt super. Oh, Surtis Quartz haben wir auch. Silber... Okay, Surtis Quartz, Tin, Iron. Kann ich hier drin sortieren? Anscheinend nicht. Also ich habe echt erst ein Eisen. Verdammt. Ich bräuchte noch ein weiteres Eisen, das wäre echt gut. Und Bohrmehl habe ich noch übrig. Wahrscheinlich wirklich nur noch übrig. So, und du kommst auch darüber. Klack. Gut, wie sieht's denn mit den Bäumen aus? Yes. Dann hatte ich hier hinten noch was drin. Nein. Also wie ihr seht, das ist momentan echt so ein bisschen noch hin und her gefahren, obwohl wir halt langsam potenziell, ja, es schmilzt langsam ein, wie ihr sehen könnt. Es kann auch sein, dass wir noch Cobblestone nachwerfen müssen, da bin ich mir jetzt auch gerade noch nicht so ganz sicher. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Hooks. Crooks. Glaubt mir, ich habe davon so viele verbraucht in der Off-Zeit. Nicht witzig. Aber ich wollte ja auch irgendwie weiterkommen ein bisschen und vor allem euch nicht die ganze Zeit damit nerven, dass hier immer das Gleiche gemacht wird. Ich meine, jetzt, klar, ab und zu zwischendurch werdet ihr euch das trotzdem noch antun müssen. Ich brauche ja wieder Saplings, um wieder Erde herzustellen und so weiter und so fort. Naja, ihr kennt das Spielchen, ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit sogar noch mehr machen kann im Endeffekt, aber... Gut, das müssen wir uns dann angucken. So. Also auch mit dieser ganze Mechanismus, mit dem Auseinanderbashen und so, finde ich total super. Also, dass man quasi, ohne dass man Ressourcen hat, Ressourcen kriegt. Hat so ein bisschen was von EE. Aber eben irgendwie in netter. Also ich war ja nie so ein großer Equivalent Exchange Freund. Aber das hier macht bis jetzt recht viel Laune. Und wie ihr seht, meine Axt ist übrigens auch fast tot. Ich habe nur jetzt aufgehört, mit der Axt abzubauen. Weil, vielleicht brauchen wir sie doch noch für den einen oder anderen Kampf. So. 4. Das ist ja nicht so pralle. Und vor allem brauchen wir noch einen zum Rücksitzen. Ich würde ja grundsätzlich mehr Bone Meal benutzen, aber lieber nicht. Was haben wir denn noch viel an Saplings? Kann man jetzt noch irgendwie... Wir könnten hiervon mal... einfach 16 rüberballern. Haben wir zumindest 2 neue Erde. Oh. Flöppchen. Wow. Nein. Ich will nicht wieder so. Das wollte ich. So. Hier müssen wir auch noch erweitern irgendwann. Ja, das geht auch. Sehr schön. Dann lassen wir immer ein bisschen Erde machen und hoffen mal, dass hier ein Bäumchen wächst. Ah, die wachsen so langsam im Moment. Das ist unglaublich. So, ein Sifter brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Oh, warum habe ich die nicht aufgehoben? Essen kann man immer gebrauchen. Vor allem, wie ihr seht, es geht so schnell bergab mit dem Essen. Oh, ich habe noch ein Viertel Herz hier rumliegen. So, wir werden damit leider unseren Pot zerstören gleich mit der Lava. Das ist etwas blöd, aber können wir gerade nicht anders machen. Ich bräuchte echt ganz dringend... nochmal Eisen. Also hoffen wir, dass wir jetzt genug Saplings zusammenkriegen, um wirklich genug herstellen zu können von dem, was wir so brauchen. Boah. Der Schock war gerade echt... saß mir kurz in den Gliedern und dann ist mir eingefallen, dass ich eine Plattform gesetzt hatte.
Also ihr seht schon, dass, die verbrauchen sich recht gut und irgendwie ist die Drop-Rate doch nicht so bombastisch, wie man sich das eventuell wünschen würde. Aber es soll wohl wirklich was bringen, mehr Siblings daraus zu kriegen. Ich meine, wenn es sonst noch weniger wäre, wäre es ja echt ein Problem. Ich habe fast ein Stack Holz abgebaut, ohne dass ich wirklich viel gekriegt habe. So, nochmal 3. Und natürlich 9 Sätze nicht vergessen. Und wir gucken mal, was unsere Erde hinten macht. Boah, Hunger Overhaul ist so mies. Wie ihr seht, also ich habe schon wieder ein Herz verloren, irgendwie. Eine Keule. Das ist echt gemein. So. Wir brauchen das hier. Machen uns daraus Steine. Ching. Und. Oh, was ist denn dabei noch mit rausgekommen? Ah, noch mehr Seeds, okay. Und 7. Ich hoffe, ich habe hier noch irgendwo. Ja. So, zumindest schon mal 2 Steine, die wir wieder kaputt hauen können. Also wir haben jetzt 2-mal die Chance, was zu bekommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hallo? Wo bist du? Da. Okay. Und den das hier durch. Komm. Eisen, 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 Eisen. Bitte, 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 bitte. Pulverized Tin. Iron, yes! Perfekt. So, wo ist unser zweites Eisen? Ne, das ist Zinn, das ist Eisen. Das kommt hier rüber. Und die beiden Eisen kommen hier rein. Ne. Das reicht. Was? Was? Oh nein. Okay. Also, wir brauchen noch mehr. Verdammt. Dann brauchen wir insgesamt 8 Stück. Boah, übel. Das kann ja noch ewig dauern. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier erweitern und werde uns eine riesige Baumfarm hier hinsetzen. Geht leider nicht anders. So, mal ein paar Fackeln setzen. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass bis jetzt keine Mobs gespawnt sind. So gar nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Panik, dass wir keine Mobs bekommen. Das wäre echt schlecht. Ich weiß nicht, F7? Ja, weil theoretisch können hier überall welche spawnen nachts, also... Es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt durch Zufall quasi die ganze Zeit im richtigen Bereich bewegt habe, aber eigentlich glaube ich das nicht. So. Und ja, ich setze die Fackeln erstmal echt nur auf den Boden. So, jetzt habe ich erstmal den Spawn-Bereich komplett gekillt. Theoretisch gibt es jetzt nirgendwo mehr was, wo sie sich spawnen können. Okay. Wir arbeiten uns hier mal noch durch den Baum durch und dann erweitere ich die Fläche. Puh. Mann, oh 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 Mann. Oh Mann.